So, willkommen zur nächsten Folge zu Let's Play Terraria. Jetzt musste ich noch mal kurz mein Fenster zumachen auf dem Desktop, damit ich auch sehe, wie weit wir jetzt sind. Ich begrüße Teclis. Hallo Teclis. Hallo. Der hat nämlich jetzt heute das Weihnachtsevent mal vorbereitet. Ich hoffe, es stimmt auch. Und das wollen wir jetzt auch sofort starten. Kannst also loslegen, denn. Ah. Kleiner Mond, ne? Ach ja, und ich hab die Nailgun von Teclis gekriegt. Wäre geil, wenn ihr davon 4000 Stück kriegen könntet und dann doch damit endlos schießt. Das geht bestimmt. Steht Das will ich nämlich nicht. da. Nee, geht nicht, scheiße. Ne, du musst mal 4000 Stück davon haben, das ist ein Problem. Dann haben wir mal 4000 Nägel. Alter, ich mach gerade 500. Nee, 300. Jetzt steht irgendwas mit 700. Ja, 747 Schaden pro Sekunde. Von wem kriegt man die Nägel eigentlich? Denk mal von irgendeinem, der im letzten Event dabei war. Sonst sind sie nicht im Event, aber wüsste ich jetzt nicht welcher. Oh, der Bäumchen ist da. Hier ist ein Lebkuchenmännchen. Ja, das sind so viele Lebkuchenmännchen. Zombie-Elfen. Dann ich erinnert komm mich so. später noch mit Hubschraubern. Die kommen mit Hubschraubern. Ich Ja, brauche Munition Spielzeug trotzdem. Hubschrauber und dann schießen sie mit einer Minigun. Na, ich glaube, da brauchen wir was Härteres als. Ding hat ja auch 13.000 Lebenspunkte. Oh, jetzt muss ich mir aber heilen. Ist die Maschine an? Nee, ist sie nicht. Jetzt aber. So, und den jetzt weiter. Das Gute ist, Teclis hat hier ja seinen komischen Schweinchen, sein komisches Schweinchen, was denn jedes Mal dafür sorgt, dass ich mal schnell klicken kann und dann mal schnell stapeln und jetzt meine Kohle hier sichert, die ich da eingesammelt habe. Aber jetzt wollte ich auch mal kurz mal hier die Kettensäge ausprobieren, die ich ja auch wieder gekriegt habe von Teclis. Dann können wir ja mal den Baum fällen hier. Nee, keine gute Idee. Keine gute Idee. Ein bisschen Schaden habe ich gemacht. Ja, ich bin tot. Aber warte, wer du hier ist drauf. Du hast nur noch halbe. Weg da, weg da, weg da, weg da. Du hast nur noch Viertel. Drittel. Weg bist du gleich, wa? Na, wartet, euch zeige ich's. Gegen euch hilft es wenigstens noch. Oh, ich bin so froh, wenn ich die Chain Gun habe, ey. Das Ding muss abgehen, ey. Und den Elfmelter soll man hier auch kriegen. Ja, von den Elfen. Da bin ich auch mal gespannt. Was stimmt hier auf mich? Da! Alter. Alter, die hauen drin. Bin schon das vierte Mal tot. Mein lieber Herr Gesangsverein. Und das wirft er da? Der wirft diese komischen Glaskugeln, die am Weihnachtsbaum normalerweise hängen. Ja, und Tanzapfen. Nein, Nadeln. Und Tanzapfen. Nadeln. Und hier ist ein Nussknacker oder was? Ja. Das war das Vieh, oder? Ach du meine Güte, der kann ja durch das Haus durch. Können die alle? Die großen Bosse. Ist ja voll blöd. Ja, die haben noch nicht mal irgendwie gekriegt, die haben, wir machen zu wenig Schaden. Ja.
Wenn das, was ich hier erreicht will, ist die Eiskönigin. Ach, verschwinde doch einfach mal hier. Was ist das denn, Alter? Wie viel hast du von den Weihnachtsdingern gemacht? Eins, das ist nur ein Event. Wir machen aber zu wenig Schaden. Wir werden danach mal versuchen, den Dings zu legen, den Beschwörer. Dann kriegen wir nämlich wieder ein paar geile Waffen. Den Beschwörer, was war der Beschwörer nochmal? Autsch! Hat sie jetzt auch dahin gerafft, ja? Ja, es hat mich endlich mal erwischt. Und da wäre wohl der Baum. Ja. Wird gleich zu Ende, scheiß Ding. Ja, der Baum macht mir auch gerade Spaß da. Der Baum. Ey, was ist denn da jetzt? Hier ist der Weihnachtsmann! Panzer. Hm? Ach, bei dir, ja. Ja. Der ist böse. Ja, der macht Schaden. Der droppt aber deine komische Gun. Ja, das hoffe ich doch. War nicht den Elfmeter. Aber nur, wenn du Besicht kriegst. Das sehen wir ja gleich. Ist ja nur noch auf halbe. Oh, wo ist denn jetzt hin? Ja, haut ab. Können wir den noch verfolgen? Nicht wirklich, der ist abgehauen. Oh, das macht ja Schaden. Da kommen mir Schenke runter, die Schaden machen? Was ist denn das für ein Weihnachten? Ich hab hier irgendeinen Quip zum Hochgefunden. Alter, was habe ich jetzt eigentlich gekriegt? Zombie-Elf-Banner. Nee, das ist ja schon vorher gewesen. Raketen hätte ich mehr von denen verbraten müssen wahrscheinlich. Na gut. Na gut, okay. Haben wir den Event mal wieder nicht geschafft? Würde ich mal sagen. Die kannst du auch nicht schaffen, die gibt kein Ende. Die sind ja. Kannst du nur Wellen schaffen. Ist nur zum Farmen da. Also zum Grinden. Farmen von eurer Ausrüstung. Grinden ist was anderes. Grinden ist, wenn du aus dem Farm mal zusammenbaust. Achso. Na gut. Dann würde ich sagen, Sonnenfinsternis. War mir klar. Das ist ja noch leicht, ich weiß. Leichter als das davor, ja. Leicht würde ich das auch nicht nennen. Die haben mich auch schon dahin gemacht. Oh, die Motte ist bei mir. Ja, die ist im letzten Level schon. Naja, die ist gleich weg. Gut, erste Motte ist geschlagen. Ach, von x beliebig vielen, die kommen können. Oh, brauche was Herz. Ich hab aber nicht, was die Jute droppen soll. Ihr braucht das Event nur für die Vampire, weil ich davon was haben will. Ich lasse dir gerade mit einem Granatenhagel krachen. Ich hätte mir mal mehr solche Raketen holen müssen. Die Rockets 3 sind nämlich sehr gut eigentlich. Kannst du die Rockets eigentlich auch als Endlosstapel holen? Ich glaube nicht. Wäre geil. Natürlich wäre das geil, wäre ich auch dafür, aber ich glaube nicht. Ich würde mal wirklich sagen, jedes einzelne Ding hat einen Backweste. Bei 5 ich kann ja mal gucken. Nee, hier steht betest nur als Munition da. Raketen sind auch nur Munition. Naja, steht betest nur als Munition da. Müsste aber Material da stehen, damit. Stimmt allerdings. Gut, dass ich dich drauf gebracht habe. Dafür stehe ich mit meinem Namen da. Die Sense habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ne, die hat nur 1% die Chance. Von den was? Doch. Drauf zu senden, die Wände tragen hier. Doch so viel, ja? Ja. Das ist bei den meisten Dingern hier. Selbst bei meiner Laterne, die ich damals hatte, hatte er 2% hier schon zu haben zu droppen. Was ist gekommen? Die ist ziemlich schnell gekommen, das Ding. Na gut. Aber solange ich die Gegner hier noch wegsprengen kann, ist das eigentlich ganz praktisch. Wo
Pistole. Was habe ich denn noch so interessante gekriegt? Von der Nailgun habe ich natürlich jetzt nichts, weil ich da jetzt gerade keine Munition habe. Aber ich glaube, Sonnenfinsternis konnte man ja auch noch was holen, wa? Alter, komm mal her hier. Wer? Ich? Ja. Wieso? Hier sind so viele Motten-Eier geschlüpft, Alter. Die machen das nicht jetzt hier Balle fertig. Ich hab die Nails gefunden. Ich komme ja gleich. Verkauft das, weil du die Nailgun gefunden hast, wa? Was? Verkauft das, weil du die Nailgun gefunden hast, oder was? Oh ne, die Nails gedroppt wahrscheinlich von den Viechern hier. Nein, ich habe jetzt wirklich Nails gekauft. Dann die bitte, weil du die Nailgun gefunden hast. Die Nägel explodieren außerdem, wollte ich euch nur sagen. Hat einen netten Effekt, aber wo ist jetzt hier. Hier fehlen noch ein paar Einwohner. Die sind wahrscheinlich gestorben durch unsere Aktion. Oder durch meine Aktion. Ja, müsste die Königin und den König starten, Statue starten. Mit dem einen kannst du so wegporten und mit dem anderen kannst du so zurückholen, aber dann ist auch unsere Heilerin und dergleichen weg. Ich hab Neptuns Muschel gekriegt. Ja, den kannst du in der Kirche brauchen. Du musst eins aus der Sonne. Zack, 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 aus der. Dem Mondviech da, den. Was war das gewesen? Das Ding nochmal. Weil das erste Event irgendwie war, mit dem, bei dem Werwölfen jetzt kommt. Die machen doppelten Schaden, sobald sie explodieren. Also, wenn sie dann irgendwo drinnen sind, dann machen sie nochmal extra Schaden. Aber, ich werde mal schnell hier Munition aufsammeln, genau. Also so eine Munitionsdinge, damit ich nicht mehr ganz so viel verbrauche. Scheiße, oh, Scharfschützengewehr, Alter, das Ding macht mehr Schaden. Ey, Vampir, ihr könnt zu mir kommen, ja, ich brauch was von euch. Da, die machen wirklich mehr Schaden. Oh, was hat denn jetzt gekriegt? Noch eine Nailgun. Okay. Das war also der Boss, der diese Nails denn versenkt. Also, ja. Ach so, der aus dem eben Horrorfilm. Also Horrorfilm-Serie wohl eher. Welche Serie war denn das? Irgendwie so ein Nagelkopf war halt gewesen. Oh, okay. Etliche Teile von dem Ding. Wo bist du jetzt, dass du mir eine. Es ist schon alles weggeschossen. Ich will entkommen, deswegen. Okay. Wenn du jetzt erst gekommen wärst, so viel halten sie auch nicht, aber es ist ein Moonlord hier. Okay. Ach so, hier. Meine ist jetzt rasend. Ich will jetzt aber mehr Schaden machen. Also nehme ich die normale Nailgun. Muss ich also dann das nochmal umschreiben hier. Mottenflügel haben wir jetzt auch gekriegt. Mottenflügel? Wie elegant. Aber beim Weihnachtsevent habe ich einen neuen Hook gekriegt. Aber ob der wirklich gut ist, ist die Frage. Ich weiß es doch nicht. Runtersegeln und die fertig machen. Genau. Sehr schön. Passt ja eigentlich ganz gut. Wenn die Sonnenfinsternis vorbei ist, dann haben wir wieder ein bisschen was geschafft. Aber mit dem Weihnachtsevent, ey. Oh. Ja, da brauchen wir die Waffen, die wir dann bei Ding kriegen. Ja, den Beschwörer. Den Beschwörer, nach dem Beschwörer, den Säulen. Da muss dann 100 Viecher von denen, was da droppen tut, töten. Und dann ist die Säule angreifbar. Und dann musst du die ohne runterschießen. Na, Glück, dass du mich heilst hier. Aber ich brauche unbedingt eine neue Rüstung, weil das, was ich jetzt habe, ist einfach zu wenig. Ja, dann musst du Chlorophyll farmen und die Pilze. Chlorophyt. Chlorophyt halt. Oder Chlorophyt, um genau zu sein. Ja. Ach, hier ist ja der Nageltypi. Genau. Bring dich deinen verdammten Stab, ey, ich brauch den unbedingt.
Bam, 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 bam. Daka, 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 daka. Ich hab schon echt Spaß hier. Danke, Erwachsene sind auch nur Kinder mit Verantwortung. Ich bleibe trotzdem dabei. Die verteilen sich nochmal extra, wenn. Aber die fliegen in einem Bogen, fast so wie, ja. Eine Pfeilschleuder, beziehungsweise eine Pfeilwaffe. Bam, 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 bam. Ah, ist jetzt schön. Gut, trotzdem. Die Nacht ist gleich vorbei. Ja, komm. Die, nee, ich meine jetzt. Die Folge ist vorbei. Ja, quasi. Die Nacht ist ja auch gleich vorbei. So, in etwa. Ja, 3 Minuten. Wenn wir lügen. Die haben so ja Jason hier abgebildet. Die haben so ziemlich alles hier abgebildet. Ja, das ist eine Parodie daran. Das ist Frankensteins Monster bei dem Event dabei. Ach, wenn ich bedenke, dass sie so ja Frostkram hier eingeführt haben, aber das wieder weggepatcht werden musste, weil Blizzard. Frostkram, das Schwert von Arthas Menethil, den Lichtkönig. Ja. Konntest du hier finden, aber mussten sie wieder wegpatchen, weil Blizzard was dagegen hatte. Da haben sie andere Schwerter dafür drin. Ja. Das Schwert von Kingdom Hearts, also hier von, wie hieß ja, der? Schlüssel, die haben wir auch irgendwie gefunden. Ja, schon des Öfteren, so ja. Ich auf selber auch mal. Daka, 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 ist das schön. Und von Teclis werde ich sogar noch ein bisschen geheilt. Dann lebe ich auch noch mal ein Stück länger. Trotzdem brauche ich meine Ausrüstung. Diese Rüstung, die dann halt dafür sorgt, dass ein gewisser Prozentsatz an Schaden ich wieder heile. Nee, die kommt danach. Das ist mit die letzte Rüstung von deinem. Ja, ich meine ja nur, die hätte ich gern. Moonstone. Ich hab einen Mondstein gefunden. Ich hab ein Messer. Und ein Psycho-Knife habe ich gefunden. Küchenmesser. Ein Psycho. Auch unbedingt mein Stabchen, der droppen die einfach nicht. Wie heißt denn der Stab? Vampirstab irgendwie, nee, Fledermausstab. Wurde von den Vampir gedroppt. Oh, die Munition geht echt schnell flöten hier. Ah, so mächtig wie die Munition ist, ist kein Wunder. Irgendwann treffe ich hier schon. Das macht Spaß auf jeden Fall mit der Waffe. So, gleich ist die Nacht vorbei. Und dann kann ich auch die Folge beenden. Dann sag ich mal jetzt schon mal, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder ein Event starten. Diesmal haben wir ja das Weihnachts-Event hier gemacht. Ich glaube, beim nächsten Mal machen wir es ja den Beschwörer. Dann genau. Schauen wir einfach mal, wie weit wir da kommen. Also bis denn. Ciao. Ciao.